In dem heutigen Video fügen wir deiner Zupftechnik ein perkussives Element, nämlich die Snare hinzu, sodass der Eindruck entsteht, dass ein Schlagzeuger dich begleitet. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, den Snare Beat in ein Zupfmuster einzubauen und das zeige ich dir in diesem Video, also bleib dran. Ich hatte es zu Beginn des Videos ja gesagt, heute wollen wir ein perkussives Element einbauen in deine Zupftechnik. Und das ähnelt so ein bisschen der Snare bzw. dem Hi-Hat auf dem Schlagzeug. Das heißt, der Zuhörer bekommt hier einfach das Gefühl, dass da irgendwie noch ein anderes Instrument mitspielt, obwohl es gar nicht so ist, weil wir gleichzeitig dieses perkussive Element auf der Gitarre sozusagen mitspielen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Varianten und das zeige ich dir jetzt mal. Wir spielen ein paar Übungen und hinten raus am Ende des Videos zeige ich dir auch nochmal, wie du diese Akkordfolge spielst, die ich dir ganz zu Beginn vorgespielt habe. Wir steigen ein, wir greifen in der linken Hand einfach mal ein C-Dur. Wir gehen hier in die Grundstellung, Daumen auf die A-Seite, Zeigefinger G-Seite und der Mittelfinger auf die H-Seite. Wir zupfen jetzt einfach mal diesen Akkord an. Das ist nichts Neues. Und jetzt behalte ich diese Stellung bei und hau jetzt einfach auf die Saiten drauf. Also ich hau quasi hier mit den Fingern. Ja, mit dem Daumen drauf und noch so ein bisschen mit dem Handballen. Und da musst du mal am besten versuchen, das mal für dich umzusetzen. Einfach mal auf Pause machen. Der Vorteil an dieser Technik ist jetzt, oder an dieser Möglichkeit, diesen Snare-Beat zu integrieren, dass ich nämlich gleich weiter zupfen kann. Das heißt, ich muss meine Finger nicht nochmal neu justieren, wenn ich zum Beispiel den C-Dur-Akkord nochmal anspielen möchte. Der Nachteil an dieser Zupftechnik ist, wenn ich auf die Saiten drauf hau, dann erlischt der Ton, also dieser Klang des C-Durs. Also der wird unterbrochen. Weil wir hier einfach Platz brauchen, um diesen Snare-Beat dann ja, zum Klingen zu bringen. Spielen wir mal eine kleine Akkordfolge. Nochmal, ein bisschen langsamer. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, und das verwende ich auch in dem Beispiel, in der Beispielzupftechnik ganz am Anfang des Videos. Wir bauen den sogenannten Slap-Daumen ein. Das kommt so ein bisschen aus dem E-Bass. Und hier slappen einfach, das ist diese Bewegung, mit dem Daumen auf die dicke E-Seite. Das peilen wir mal so ein bisschen an. Und du siehst auch, ich bin hier im 45-Grad-Winkel und hau jetzt hier auf die Seite drauf. Natürlich muss man versuchen, nicht den Korpus hier zu treffen, weil das ergibt wieder ein anderes Geräusch. Aber das könnte man jetzt erstmal so in dieser Trockenübung mal so ein bisschen üben. Ja, also klingt eigentlich genauso wie jetzt das hier. Hier haben wir allerdings jetzt den Vorteil bei dieser Zupftechnik, dass wir hier den C-Dur einfach weiter klingen lassen können. Ups. Also der Ton, dieser Klang des Akkordes wird nicht unterbrochen. Und da kommen wir jetzt auch zum Nachteil. Ich muss dann aber immer meine Finger nochmal neu positionieren. Ich mache das mal in Zeitlupe. Also ich zupfe an, slappe in 45 Grad Winkel und jetzt siehst du hier meine Finger, die haben jetzt die Saiten verlassen und ich müsste jetzt hier wieder nachjustieren. Das kostet mich im Endeffekt Zeit, aber wenn man das ein bisschen trainiert und übt, dann ist es kein Problem. Mal diese Kombination, diese Akkordfolge, die ich gerade gespielt habe, mit der etwas anderen Slap-Technik.
klingt anders einfach, weil einfach diese Akkorde die Möglichkeit haben, durchzuklingen. Das kannst du mal gerne für dich auschecken, mal so ein bisschen üben, welche Variante für dich da am geeignetsten ist. Man verwendet aber beide Varianten, je nachdem, was man gerade auf der Gitarre spielen möchte. Schauen wir uns da zuallererst mal die Akkorde an, die wir für die Akkordfolge benötigen. Du greifst mit dem Zeigefinger in den vierten Bund auf die A-Seite. Das ist der Ton. Dann hast du den dritten und den vierten Finger im sechsten Bund auf der D- und auf der G-Seite. Und die H- und die E-Seite spielst du leer. Und dann haben wir diesen wunderschönen Akkord. Hier bitte auch darauf achten, dass gerade der kleine Finger auch relativ gerade auf dem Bundstäbchen gegriffen wird oder den positionierst, damit hier die hohe H-Seite schwingen kann. Weil sonst wird es so klingen. Ja, auch alle Finger relativ dicht hier an die Bundstäbchen, damit das nicht schnarrt, dieser Akkord. Also noch einmal. Das ist der erste Akkord. Der zweite Akkord sieht wie folgt aus. Wir schieben diese Griffkombination einfach in den zweiten Mund. Der dritte Akkord, wir lösen jetzt hier den Zeigefinger. Ja, und dann geht es eigentlich schon wieder zurück. Zweiter Finger wieder drauf. Ja, und dann ist die Akkordfolge auch schon vorbei und wir starten wieder von vorne. Schauen wir uns jetzt mal die Zupftechnik an. Und ja, ich greife den ersten Akkord und spiele dir jetzt einfach mal den ersten Takt vor. Der klingt so. Das war schon. Also, wir haben die Zuordnung. Daumen immer, bleibt immer auf der A-Seite bei den ganzen Akkorden. Also, da müssen wir nicht wechseln. Zeigefinger G, Mittelfinger H bzw. B-Seite und der Ringfinger, den brauchen wir hier für den, für dieses Zupfmuster auch, für die hohe E-Seite. Wir spielen zu Beginn ein Pinch. Dann spielen wir die G, die B-Seite und die G-Seite. Das sind die ersten vier Töne. So, dann kommt unsere Slap-Bass-Technik und dann spiele ich hinten raus noch einmal die E-Seite und einmal die B-Seite. Ganz langsam. Dann schiebe ich das hoch, spiele das ganze, das komplett gleiche Zupfmuster nochmal hier im zweiten Mund. Löse den Zeigefinger. Zweiter Finger wieder drauf. Die ganzen Noten und Tabs findest du, wie gesagt, unten wieder in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, hat dir Spaß gemacht. Gerne Daumen nach hoch, auch gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Hier findest du noch weitere Videos von mir, auch zwei gute Playlisten, die du mal durcharbeiten kannst. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Gitarrelernen. Nächste Woche sehen wir uns wieder, da gibt es ein neues Video. Dein Matthias.